Lehre und Forschung sind die tragenden Säulen einer Universität. Für die Lehre brauchen wir exzellente, engagierte Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die die Studierenden für ihre Fachrichtung begeistern und einen aktuellen Forschungsstand vermitteln können. Die Auszeichnung zum RWTH Lecturer ehrt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des akademischen Mittelbaus, die sich durch ihr persönliches Engagement sowie durch herausragende Bewertungen ihrer Studierenden und ihrer Institutsleitung auszeichnen. 2016 wird der RWTH Lecturer-Titel an die folgenden Personen vergeben. Mithilfe klinischer Fallbeispiele hat Herr Dr. Hausmann es geschafft, seine Studierenden für das oft unbeliebte Fach Pharmakologie zu begeistern. Herr Dr. Kalisch konzipiert mit viel Engagement selbstständig Lehrveranstaltungen für eine der anspruchsvollsten Vorlesungen des Elektrotechnik-Hauptstudiums. Das langjährige Lehr- und Forschungsengagement von Herrn Dr. Knobe ist sehr beeindruckend. Er trug entscheidend dazu bei, dass das UKA zum Alterstraumazentrum zertifiziert wurde. Herr Dr. Lothmann führt seine Studierenden erfolgreich an die Forschung heran, indem er sie in laufende empirische Studien einbindet. Herr Dr. Lüttgens kann komplexe technische Zusammenhänge hervorragend vermitteln. Er hat Lehrveranstaltungen für den BWL-Bachelor an der RWTH selbstständig neu konzipiert. Herr Dr. Pütz hat mit großem Aufwand erfolgreich die Vorlesung Darstellende Geometrie für Architekten völlig neu konzipiert und ist damit international sehr sichtbar. Frau Dr. Rose Nicol ergänzt ihre Lehre durch mehrwöchige internationale Exkursionen. Sie ist Gastprofessorin an der Chongqing-Universität in China. Herr Dr. Spreckelsen hat am Aachener Modellstudiengang Humanmedizin maßgeblich mitgewirkt. Er hat für die medizinische Informatik viele Tools neu entwickelt, um Lehre auf IT-Plattformen darzustellen. Herr Dr. Urban verbindet seine exzellenten Forschungsergebnisse mit neuen Lehr- und Lernkonzepten, wie zum Beispiel dem Flipped Classroom.